Okay. Ein Jagdgewehr. Ja, mit dem Jagdgewehr können wir jagen gehen. Lustig. Also ich finde den gut. Weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich fand den hervorragend. Gut. Ach so, hier. Jetzt sehe ich es auch. Okay. Da ist bestimmt was drin. Irgendwas Nützliches. Ja, Wolski. Wie neblig der schon wieder ist. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Okay. Das war überhaupt nicht gruselig. Bin ich nicht mal ansatzweise erschrocken. Okay, auch mit dem Jagdgewehr sind die aber recht fix tot. Ein Schuss nur. Das ist ein. Das ist gut. Das freut mich. Okay. Diese Taschenlampe ist auch erstaunlich. Durch den dichtesten Nebel kann sie scheinen. Besser als so ein Autoscheinwerfer. Boah. Hochleistungstaschenlampe, ey. Batterien und Munition haben wir voll vom Revolver. Revolver Ocelot. Okay. War das? Irgendwas Dunkles. Ups, er hörte die Kettensäge. Die sagt mir so viel, er hörte die Kettensäge. Scheiße. Okay. Ha! Mann, hat er viel ausgehalten. Scheiße, ey. Wow! Jagdsaison für Besessene. Erfolg freigeschaltet. Ja, keine Ahnung wieso. Schalte für jeden Scheiß irgendwie einen Erfolg frei. Naja, egal. Sind wir hier hoch? Okay. Hunde an die Leine. Naja, zum Glück haben wir ja keinen bei. Aha, Max ist ja tot. Oder auch nicht, keine Ahnung. Barry? Halt dich versteckt. Ich bin unterwegs. Öffne nicht die Tür. Bin ich denn verrückt? Versteck dich. Ich bin bald da. Lass auf jeden Fall das Licht an. Jetzt müssen wir zu Barry zurückkehren. Ja? Irgendwas hat da gebebt. Habt ihr das gehört? Irgendwas bebt. Und es hat nichts Gutes zu bedeuten, wenn es bebt. Ich musste zwar noch Barry bei der Hütte erreichen, aber wenigstens war ich aus dem Wald. Wenigstens etwas, ne? Wenigstens war er aus dem Wald. Damit der Karre können wir fahren. Herrlich. Herrlich. Was können wir mitnehmen? Doch, lesen. Der Befehl des FBI-Agenten ließ mich erstarren. Ich wollte mich ergeben. Es ging eh alles den Bach runter. Ich konnte aufgeben, es jemand anderem überlassen. Aber das hier war falsch. Es war Instinkt. Seine Haltung, wie er die Waffe hielt. Er war kein Freund.
Unter dem Dröhnen der Schüsse sprang ich durch das Loch im Zaun und stolperte in die Fensternest dahinter. Wir werden also angegriffen irgendwann mal. Von einem nicht allzu freundlichen Polizisten. Ja. Schwierige Bande, diese. Polizisten, Freund und Helfer, Marsch, Marsch, vom Wegen. Ich musste das Auto aus der Garage holen. Es würde mich schneller zu Barry bringen. Und die Scheinwerfer waren ein erfreulicher Bonus. Garagenschlüssel finden. Okay, dann wollen wir das mal machen. Können ja nicht weit sein hier. Das können ja nur hier vorne. Ich musste den Garagenschlüssel finden. Okay. Ich sagte, das kann ja nicht weit sein, den Garagenschlüssel. Oh Gott. Ah, hier. Okay. Kontrollpunkt erreicht. Da liegt er. Mit dem Schlüssel käme ich ans Auto ran. Eine Geschichte ist keine Maschine, die einem gehorcht. Sie ist eine Bestie mit einem Eigenleben. Man kann sie erschaffen, sie formen. Aber je größer sie wird, desto mehr fordert sie ein. Nur eine Sache zu ändern, setzt eine Kettenreaktion von Geschehnissen in Gang, die sich über die ganze Geschichte ausbreitet. Diese Geschehnisse müssen zur Logik der Geschichte passen. Nur ein Fehler und die Magie ist dahin. Die Geschichte stirbt. Alice stirbt. Geschichte stirbt. Alice stirbt. War ja klar, dass einer aus dem Scheißhaus kommt. Und deshalb ist es ja auch Scheißhaus, weil er nur Scheiß rauskommt. So. Aber. Genug hier und Scheiße gelabert. Haha. Wir müssen jetzt erstmal Barry retten. Genau, Barry. Steigen Sie in das Fahrzeug. Und jetzt können wir eine Runde Auto fahren. Auto fahren. Auto fahren. So, jetzt können wir bremsen. Scheinwerfer verstärken können wir auch. Zack. Und ja, wir müssen jetzt zu Barry fahren. Kann ja nicht schwer sein, ich meine. Hoch. Ach, ärgerlich. Ärgerlich. Hier, schöne Pickup hier. So. Mal. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich will ja nicht sagen, aber irgendwas stimmt hier nicht. Okay. Ha! Ach Scheiße. Nein! Lass mein Pickup in Ruhe. Vor allen Dingen mein Pickup. Ja, das sind so die letzten Überreste aus dem Open World Konzept. Man würde das sehr frei machen hier. So eine freie Welt. Aber ich finde, das hätte gar nicht so dem Spiel gepasst. So. So wirklich. Oder was sagt ihr dazu, meine Freunde? Nein, da hätte nicht gepasst, sehe ich auch so. Hätte nicht gepasst zu dem wunderschönen Spiel, was sich dann nennt Alan Wake. Okay, wir müssen jetzt hier hoch. Hier war ja... Hoch. So, weiter können wir nicht. Wir müssen jetzt zu Fuß. Weiter. Aber wisst ihr was? Dann machen wir im nächsten Part weiter. Bis dahin, meine Freunde. Tschüssikowski.